Ja, ein Thema, was man nur am Rande angeschnitten hatte, das war der Vorwurf, der ja immer wieder kommt, wir wären zu faul, wir arbeiten nichts, wir würden uns so einen schönen Lenz machen, wie das hingestellt wird. Hörte ich auch schon über euch, wurde mir schon vorgeworfen, dass das bei euch auch der Fall ist, sei dann wie wir. Wobei ich glaube, bei euch ist das mittlerweile besser mit einer Besetzung, dass ihr euch mit einbeziehen oder nicht. Wie ist das bei euch mit Lenz? Ja gut, also der Vorwurf meistens vor Betriebsratswahlen, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, neben den üblichen Vorwürfen, kommt halt oftmals auch ja, das Zentrum, was können die denn schon bewegen oder was machen die denn schon? So. Das muss man von mehreren Seiten beleuchten. Das eine ist, wenn wir aus Ausschüssen ferngehalten werden, das aufgrund von den Mehrheitsverhältnissen und den Regelwerken im Betriebsverfassungsgesetz möglich ist, dann können die mit ihrer, sobald sie über 50% der Stimmen haben, können die faktisch gesehen die Ausschüsse freihalten. Es fängt schon damit an, dass sie die Ausschüsse kleiner machen können, damit wir gar nicht reinkommen. Also das sind solche Spielwiesen, die IG Metall zur Perfektion beherrscht, um Leute auszugrenzen. Und natürlich, wenn ich als Betriebsrat ausgegrenzt werde aus Ausschüssen, dann kann ich da nicht mitwirken. Das ist mal das eine. So, und das Zweite ist, dass zumindest in den großen Werken, in Sindelfingen und in Untertürkheim, und ich glaube, bei euch in Rastatt ist es auch so, da gibt es den sogenannten Bereichsbetriebsrat. Da muss man vielleicht mal ein paar Dinge zum Bereichsbetriebsrat sagen. Seit vielen Jahren und Jahrzehnten wurde der Bereichsbetriebsrat so vermarktet, als dass der Bereich, für diesen er da zu sprechen hat, die Leute, die hier arbeiten, glauben, sie dürften sich nur mit diesem Betriebsrat abgeben. Das ist natürlich mitnichten so. Jeder kann sich den Betriebsrat suchen, den er für kompetent hält. Der Bereichsbetriebsrat hat dann eine Relevanz, wenn das Betriebsverfassungsgesetz greift. Die Arbeitgeber haben mehrere Verpflichtungen, unter anderem eine Informationsverpflichtung bei sehr vielen Themen. Und wir haben jetzt ein 47-köpfiges Gremium, das eben der Abteilungsleiter, meistens ist es auf Abteilung gemünzt, eben nicht mit 47 Betriebsräten reden muss, hat sich der Betriebsrat eine Geschäftsordnung gegeben, per Mehrheitsbeschluss. Und da ist eben für diesen Bereich ein Ansprechpartner des Betriebsrats benannt. Das bedeutet, wenn der Arbeitgeber was zu informieren hat, dann spricht er mit einem Betriebsrat und dieser Betriebsrat ist verpflichtet, das dann automatisch in den Netzwerken allen 47 Betriebsräten zur Verfügung zu stellen. Und bei euch sind es 35 oder was ihr da seid, in Sindelfingen sind es halt dementsprechend mehr. Ganz kurz zum Verständnis. Das heißt, der Bereichsbetriebsrat ist der Ansprechpartner der Geschäftsleitung oder der Führungskraft? Genau, und nicht mehr und nicht weniger. Okay. Der Bereichsbetriebsrat hat nur die Funktion, dass er die Informationen aufnimmt, die die Geschäftsleitung in diesem Bereich dem Betriebsrat mitzuteilen hat. Oder wenn es auch Dinge gibt, die in die Vorbereitung gehen müssen. So, und sind wir in Untertürkheim, kann ich mal von uns sprechen, mittlerweile so groß, dass sie uns natürlich nicht mehr überall raushalten können. Und so blieb es nicht aus, dass wir auch Bereiche zugeordnet bekommen haben. Aber wie das halt so ist, und so ist es in Sindelfingen auch, ich glaube, ich habe das System so nicht, haben wir immer einen Aufpasser. Das heißt, der Betriebsrat der IG Metall beschwert sich ja immer, dass er nicht überall bei den Leuten sein kann, was wir gut schaffen. Teilt die Bereiche ein und gönnt sich aber den Luxus, dass in den Bereichen, die sie uns geben mussten, meistens wurden die auch sehr klein gehalten, immer noch auch ein Bereichsbetriebsrat der IG Metall vor Ort ist. Also das heißt, wir teilen uns, wir sind 6 Betriebsräte, doppelt besetzt, wir teilen uns jeden Bereich mit einem IG Metall Betriebsrat. Und das ist leider auch so eine Krankheit innerhalb dieser Firma. Die ganzen Führungskräfte tendieren natürlich immer zu ihrer Lieblingsfraktion und informieren die IG Metall. Und da müssen wir, oder zumindest war es früher so, mussten wir immer hinterher rennen. Mittlerweile haben wir uns den Respekt erarbeitet, dass die meisten Führungskräfte akzeptieren, wenn sie das machen, wird es für sie blöd ausgehen. Aber das zeigt eben, man will überhaupt gar nicht, dass wir arbeiten. Man will überhaupt gar nicht, dass wir einen Bereich für uns haben oder dass wir in Ausschüssen quasi auch mal gute Ideen einbringen können. Die werden regelmäßig abgewendet. Auch ein gutes Beispiel, es gibt ja gesetzlich vorgeschrieben die Betriebsratssitzung, die findet bei uns alle 4 Wochen statt. Das ist eigentlich das Entscheidungsgremium. Dort müsste die Information geballt auftreten. Bei uns laufen die so ab. Da redet dann meistens der Betriebsratsvorsitzende ein paar Themen, dann vielleicht noch irgendeiner von den anderen IG Metall Betriebsräten, wenn es ein Sachthema gibt. Der Personalausschuss, immerhin laufen da Einstellungen, Kündigungen und Ähnliches, der berichtet fast nie. Und wenn überhaupt jemand redet, außerhalb der Berichterstattung, dann sind es wir.
Aber ansonsten, dass da eine kollektive Diskussion stattfindet, eine Meinungsbildung, wie man sich das so vorstellt, das findet eine statt. Die findet wo statt? Die findet in der Fraktionssitzung der IG Metall statt, die immer einmal die Woche stattfindet. Dort wird die gesamte Arbeit durchexerziert, dort wird diskutiert und alle Nicht-IG Metall-Betriebsräte sind dort außen vor. Und faktisch gesehen sind wir dann in den vierwöchig stattfindenden Betriebsratssitzungen vor vollendete Tatsachen gestellt. Da können wir dann auch noch Vorschläge reinbringen, die wird regelmäßig negiert. Das verliert man dann irgendwann mal, hat man auch keine Lust, kann man die Lebenszeit anders einsetzen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn eh schon alles abgeschlossen wurde in ihre eigenen Kreise. Was muss ich da jetzt noch 2-3 Stunden diskutieren, wenn ich eh weiß, das ist alles schon durchgewunken, alles schon erledigt. Also wir haben die tatsächlich wöchentlich bei uns, die Betriebsratssitzung, muss ich sagen. Allerdings ähnlicher Ablauf, Betriebsvereinbarung kommt mit freitags oder wenn es verschickt wird, wird mittwochs abgestimmt, ist natürlich aber schon vorbesprochen, ist soweit fertig. Ja, ja. Also nicht während der Erarbeitung, dass du da mitbekommst, ja, wie da was, sondern wie du sagst, dass ich gehe nur noch zum Handheben. Ja, ja. So kommen auch die Ersatzbetriebsräte dazu, die werden nur rausgeholt, um die Hand zu heben und dann gehen die zum Teil wieder arbeiten, wie sie gar nicht, um was es geht, ja, wenn sie rauskommen. Also eigentlich nicht ganz so, wie man das, wie du sagst, eigentlich sollte man ja am Anfang zusammensitzen, wenn es ein Thema gibt und drüber sprechen. Ja, vielleicht könnte man da, aber das findet aber bei uns nicht statt. Wenn das wenn die Betriebsratssitzung quasi das Parlament des Betriebs sein soll, und so ist vom Gesetzgeber ja auch angedacht, dann müssten dort Debatten stattfinden. Da müsste dort quasi ein Erarbeitungsprozess stattfinden. Mitnichten, das ist im Prinzip nur noch vor vollendete Tatsachen gestellt und das war's. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir haben mittlerweile in unserem zurückhaltenden Netzwerk aufgebaut, dass wir denen natürlich die Stunden bieten können. Und das kann ich versprechen, werden wir die Mehrheitsverhältnisse haben, dann wird aus dem Gremium Betriebsratssitzung, so ein Gremium, wie es auch sein soll, wie es gedacht ist. Es wird ein Diskussionsraum, es wird keine Vorabsprachen geben und da wird es eine offene Debatte geben und wir gehen noch einen Schritt weiter. Ich bin absolut überzeugt davon, bei schweren Themen, bei Themen, die die Belegschaft betrifft, bin ich ein großer, großer Freund davon, dass die Belegschaft abgeholt wird, dann auch sagen wir mal, die Fürsprecher einer Vereinbarung und die Gegner einer Vereinbarung gleichberechtigt sich zu Wort melden können, dass die Belegschaft allumfassend informiert ist. Und dann traue ich mir das auch zu, dass die Belegschaft am Ende entscheiden soll, wohin denn der Betriebsrat gehen soll. Weil die betrifft es ja im Wesentlichen. Bei uns wäre das ja alles, ich sage immer, wir sind der Geheimrat. Ja? Bei uns heißt es immer, es darf nichts nach außen dringen. Also wir bekommen ja schon wenig mit, was die wandeln. Ja? Geschweige denn, nach außen darf auch nichts dringen. Deshalb wäre das bei uns gar nicht möglich, weil das ist alles streng geheim, was da gemacht wird. Ja, wie gesagt, wir sind der Geheimrat. Wäre da nicht möglich, wäre aber sinnvoll, meines Erachtens auch natürlich ganz klar, dass die Leute mit einbezogen werden, die arbeiten unter den Bedingungen. Ja? Und wie man immer so schön sagt, mitnehmen. Ja? Die Leute mitnehmen, die Leute mitentscheiden lassen. Es geht um ihre Arbeitsplätze, ja, um ihr Wohl. Ja. Also man kann festhalten, wenn Sie dann vorwerfen, ja, das machen die, das bewirken die denn schon. Allein, dass wir ein Korrekturfaktor sind, bewirkt sehr viel. In den Ausschüssen, wo die Großthemen sind, hält man uns raus. Da können wir dann tatsächlich nichts bewirken. Das ändert sich dann, wenn die Mehrheitsverhältnisse verändert wurden, wo wir sehr wohl agieren. Und da haben Sie auch einen Widerspruch in Ihrer Argumentation. Sie werfen uns ja immer vor, wir sind die Kümmerer. Ja, ganz genau. Wir sitzen dann eben nicht in diesen Gremien und kümmern uns um die Belange der Leute und baten dann das oder versuchen das auszubaden, was sie eingebrockt haben und versuchen für die Kollegen am Band, an der Anlage, in der Instandhaltung, in der Verwaltung, in der Entwicklung, überall da, wo eben Probleme entstehen, den Leuten ganz konkrete Hilfe anzubieten. Und das ist wieder unser Erfolg. Und dann sagen sie, ja, das sind ja die Kümmerer, die sind immer bei den Leuten draußen. Ja, gut. Ja, wenn Männer, wo 42 Jahre drin arbeiten, kommen und sagen, ich wäre jetzt wieder allein in den Gespräch gegangen, Personalbereich, ich will da keinen mehr dabei haben, ja. Aber nimm dich nach dem ersten Mal regelmäßig mit, dann weißt du, du kannst doch was bewegen. Weil ja, natürlich, klar. So, klar. Die wissen, wie der Hase läuft. Genau. Das allein sagt eigentlich schon, denke ich mal, relativ viel aus. Ja. Gut. Gut. Sind wir soweit? Doch. Ja. Gut.